Welche Sonnencreme bevorzugst du, die chemische oder die mineralische? Lass uns über die mineralische sprechen. Mineralische Sonnencremes beinhalten Puderpartikel, Zinkoxid oder Titandioxid. Die sind in einer Creme eingearbeitet und liegen auf der Haut und sind so eine Art Sonnenschirme, die das Licht reflektieren. Besonders gut geeignet sind sie für Kinder, denn sie haben keine chemischen Inhaltsstoffe. Leider sieht man manchmal aus wie so ein weißes Gespenst, weil die Puderpartikel für die Augen zu sehen sind. Die Industrie hat daraufhin die Puderpartikel klein gemahlen in Nanopartikelgröße, sodass das für unser menschliches Auge unsichtbar wird. Diese Cremes sind also auch aus kosmetischer Hinsicht angenehm, obwohl sie oft etwas fettiger sind. Nanopartikel stehen jedoch in der Kritik, dass sie womöglich in den Körper gelangen. Über die Haut ist das wohl sehr unwahrscheinlich. Jedoch, wenn du mineralische Sonnencremes als Spray benutzt, dann können die Partikel in die Atemwege in den Körper gelangen und das ist eher kritisch zu bewerten. Nutze also gerne mineralische Sonnencremes für Kinder oder für dich als Erwachsenen.